Willkommen zurück zu Resident Evil 7. Ich habe ja etwas länger nicht mehr gespielt. Und ja, jetzt sind wir wieder hier. Ich weiß nicht mehr genau, wo wir stehen geblieben sind. Also, ich weiß nur noch, dass wir irgendwelche Hundeköpfe gebraucht haben, um die Eingangshalle zu öffnen. Oder den Ausgang der Eingangshalle, besser gesagt. Und dass wir dafür in den Keller müssen. Und da unten wartet schon der Keller auf uns. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das wird eine Massenschlacht. Weil schließlich sind uns erst vor kurzem... Ja, ich sehe es doch schon. Und sind erst vor kurzem die Viecher begegnet, die aus diesen schwarzen Gebilden hier wachsen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, hier kommt gleich einer raus. Von der anderen Seite verschlossen. War doch klar. Ich höre doch schon. Hier lebt irgendwas. Kann ich hier was aufheben? Nein. Ich habe das Gefühl, gleich kommt mir in den Rücken einer rein. Natürlich ganz viele Ecken. Und da ist auch schon der erste. Ich glaube, wir konnten den ja nach Dead Space-Manier die Beine abschießen. Wenn ich mich richtig erinnere. What the fuck? Du kannst hochspringen? Die Dinger sind so munitionslastig, das ist schrecklich. Und ich höre doch noch irgendwo irgendwen rumlaufen. Ich höre doch noch irgendwen. Hinter der Tür. Aber hier sieht's auch sehr verdächtig aus. Ich hab's doch gewusst. Und natürlich schieße ich daneben. Ja, okay, wenn man den auf den Kopf schießt, spart man sich einiges an Munition, aber die wackeln so stark mit dem Kopf, ist schrecklich. Kann ich die Tür zumachen? Ach komm, Ethan, mach doch die Tür wenigstens zu. Okay, hier ist ein Schrank mit nichts weiter drin. Ist das ein Krematorium? Oder besser gesagt eine Verbrennungsanlage? Weil ich bezweifle, dass sie sich an die Regeln des Krematoriums halten. Ach du Scheiße, da liegt ja eine Leiche. Und da auch noch. Fuck, das ist echt ein Krematorium. Und irgendwas bewegt sich hier noch. Aber vielleicht machen die Wände auch so von sich selber Geräusche. Dass man das mal sagt. Lukas, ich hab den Kerl geschnappt, der immer zu fliehen versucht. Ich hab ihn in den Verbrennungsofen ganz links gesperrt, damit er nicht wieder abhaut. Hol ihn raus, wenn er fertig ist. Du weißt doch, wie man die Tür öffnet, oder? Denk dran, 3A und dein Handabdruck. Mach mit dem Mädchen, was du willst. Okay, in dem Ofen ganz links. Ich habe Angst, ihn zu öffnen. Mir springt doch garantiert was entgegen. Travis. Verschlossen. Aber es hieß doch irgendwas von 3A und Handabdruck. Wo kann ich denn hier irgendwas eingeben? Warte. Handabdruck? Und wo ist jetzt 3A? 3A. Okay, ich sehe hier auf jeden Fall einen Handabdruck. Das heißt, das müssen wir wahrscheinlich also als zweites öffnen. Ich schätze mal, das ist ein Rätsel. Aber ich sehe keinen 3A. Oder vielleicht 3 As im Namen. Lara hat 2, Craig hat 1, William, Sean. Das hier hat halt keinerlei Aufschrift. Ich würde ja sagen, das wäre das dritte, aber der Handabdruck ist das dritte. 3A und Handabdruck.
Ich möchte halt nicht den Handabdruck öffnen, weil ich Angst habe, dass ich dann irgendwas kaputt mache. Hier liegt auf jeden Fall Schießpulver. Ich habe irgendwie Angst, dass gleich Daddy um die Ecke kommt. Der kam ja schon öfter. Hm. 3A. Da stand doch 3A, oder? Oder die 3A und dann ein Handabdruck. Ich öffne mal den Handabdruck. Okay, es ist leer. Ich lasse mal den Handabdruck öffnen. Geht immer noch nicht. Achso, wahrscheinlich müssen wir die offen lassen, um das zu öffnen. Hm. Kann ich nicht eine Taschenlampe irgendwo anmachen? Hatte ich sowas? Scheinbar nicht. Hatte ich echt keine Taschenlampe? Ah, ich könnte mir Erste Hilfe. Oder. Nee, ich kann mir keine Erste Hilfe als Arznei machen. Ich brauche flüssige Chemikalien. Drei. Ah. Hm. Ich öffne mal auch das hier. Was? Achso. Kannst du. Okay. Tamara. Drei A's im Namen. Und unser Travis ist offen. Nee, oder? Ich habe doch nicht wirklich ein Rätsel für dieses Mistvieh gemacht. Ich habe doch nicht wirklich ein Rätsel gelöst, nur um dieses Vieh da heraufzubeschwören. Schlüssel für Zerlegungsraum. Ich habe den Schlüssel. Das heißt, ich brauche eigentlich nicht. Oder, nee, warte, Zerlegungsraum? War das der Schlüssel, den ich brauchte? Keine Ahnung, ich mache erstmal Erste-Hilfe-Arznei drauf. Aber okay, das Rätsel wäre jetzt gelöst. Tamara stand halt drinnen. Deswegen haben wir die nicht gesehen. Gibt's hier irgendwas zu mitnehmen? Nee. Ich hab mir irgendwie sowas gedacht. Aber jetzt wissen wir halt garantiert, dass es sich um tote Menschen handelt. Ich glaube, muss ich jetzt zurück? Ich laufe mal zurück und lese nach, was da genau stand. Was ich im Keller finden soll. Das war ja nicht der Zerlegungsraum. Ich gehe auch noch die anderen Gänge entlang, keine Sorge. Aber ich möchte erst wirklich nachschauen, ob wir das müssen. Ich will hier nicht unbedingt gruselige Gänge entlang gehen, wenn ich schon alles habe. Vielleicht ist es ja für später gedacht. Okay, da ist niemand. Hier war ja der Brief. Ich habe einen der Köpfe im Zerlegungsraum im Keller gesehen. Finde den. Er ist der Schlüssel hier raus. Ach so. Der Hundekopf war im Zerlegungsraum und... Ich speichere einfach mal. Sicher, sicher. Okay, damit kann ich es auch nicht öffnen. Aber hier ist eine... Ach so, okay. Ich dachte, ich kann die Kiste öffnen, aber es war... Nur der Schrank. Naja, dann... Gehe ich wieder runter? Ich habe noch kaum Munition.
Nur wegen diesen Mistviechern. Aber okay. Wir haben jetzt auf jeden Fall den Schlüssel für den Zerlegungsraum. Wo der Zerlegungsraum ist, ist ein anderes Rätsel. Okay, da haben wir alles aufgeräumt. Workshop. Von der anderen Seite verschlossen. Meine Kamera hatte sich deaktiviert. Ich habe das jetzt ausgeschalten, also jetzt ist es ohne Facecam, der Rest der Folge. Ich schätze, die Kamera hat sich einfach überhitzt. Ich kann hier... Warum macht das so seltsame Geräusche? Okay. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Karte des Verarbeitungsbereichs. Ich habe irgendwie Angst, da reinzugehen, weil ich höre da seltsame Geräusche in den anderen Raum. Also bleiben wir lieber erstmal hier. Sieht zerbrechlich aus. Neue Pistolenmunition, das sehe ich gerne. Das sehe ich wirklich gerne. Und jetzt haben wir eine neue Karte. Wir können hier durch, also das Zimmer, was wir da gesehen haben, und kommen dann in den Zerlegungsraum. Oder aber wir bewegen uns irgendwie hier durch und kommen dann in den Zerlegungsraum. Der Weg ist halt kürzer. Aber ich glaube, das Spiel will uns reinlegen. Entriegelt? Warum ist es jetzt entriegelt? Wer hat das für uns entriegelt? Ach, und jetzt sind wir hier, oder wie? Ah, wir sind jetzt wieder am Anfang. Jetzt können wir auch speichern gehen. Entschuldigung für meine Feigheit. Aber ich will lieber einmal zu oft gespeichert haben, als einmal zu selten. Und dann können wir auch in den Raum reingucken. So. Es ist nur der Wind. Es ist nur der Wind. Aber okay, wir können uns anscheinend so kleine Abkürzungen für den Keller schaffen. Kann ich das auch kaputt schlagen? Ja. Und hier ist noch mehr Pistolenmunition drin. Viel Pistolenmunition bedeutet aber immer, dass es viel Rumgeballer geben wird. Skorpionschlüssel. Jetzt können wir die Türen öffnen mit dem Skorpionsymbol. Oh. Schatzfoto. Okay, ein Foto von einem Kamin. Ein Dietrich. Damit könnten wir den Schrank oben neben dem Speicherpunkt öffnen. Ein Kraut. Und flüssige Chemie. Echt jetzt? Ich habe nicht genug Platz. Genau das, für das, was ich brauche, habe ich nicht genug Platz. Ich kann eigentlich die Flintenmunition hier wegwerfen, weil ich habe eine davon und die bringt mir jetzt auch nicht viel. So, dafür kann ich jetzt flüssige Chemikalien nehmen und mir erstmal Schießpulver herstellen, oder besser gesagt Kugeln. Weil das frisst doch ziemlich viel Munition, gegen die Viecher zu kämpfen. Okay, hier ist offen. Hier geht's weiter runter, aber... Möchte ich den Raum entlang gehen? Ich glaube, hier gibt's mehr zu entdecken. Dann gehe ich auch den Raum entlang. Da unten ist, glaube ich, noch mehr Munition. Ah, Flintenmunition. Ja, okay, eine Flinte haben wir eh im Moment nicht. Und was ist denn das für eine Tür? Kann ich sie mit dem Dietrich öffnen?
Es passt nicht zu diesem Schloss. Ja, okay, hier können wir eh nicht weiter. Also es ist nicht ganz so schlimm. Das bedeutet, wir müssen doch durch diesen Raum, wovon ich schon... Also woraus ich schon Gegner gehört habe. Fuck. Okay. Der Kopf ist weg. Mal schön auf den Kopf zielen, Leute. Dann spart man sich die Probleme. Ich höre doch irgendwen hier rumlaufen. Aber ich würde sagen, was in dem Raum ist, erfahrt ihr dann im nächsten Part. Auf Wiedersehen, Leute. Euer Sandro.